Wie sehr achtest du auf die Gesundheit deiner Leber? Die Leber ist eines der wichtigsten Organe unseres Körpers. Daher ist es wichtig, ihren gesundheitlichen Zustand aufrechtzuerhalten. Darum zeigen wir dir in unserem heutigen Video, mit welchen Lebensmitteln du das machen kannst. Davor würden wir uns noch über einen Daumen nach oben freuen, denn damit unterstützt du unseren Kanal enorm. Erstens, Kaffee. Regelmäßiger Kaffeekonsum kann laut dem Journal of Gastroenterology and Hepatology die Prävalenz der nicht-alkoholischen Fettlebererkrankung und die Entzündung der nicht-alkoholischen Steatohepatitis reduzieren. Eine im Journal of Clinical Gastroenterology veröffentlichte Studie zeigte außerdem eine Verringerung der Leberzirrhose und des Risikos eines Leberzellkarzinoms begünstigt. Zweitens, Knoblauch. Die Ernährungsberaterin Hermeet Suri erklärte gegenüber der Huffington Post, dass Knoblauch Enzyme in deiner Leber aktiviert, die dazu beitragen können, dass sie ausgeglichen und gesund bleibt. Schon eine kleine Menge Knoblauch kann die Leber reinigen. Er enthält einen hohen Anteil an Allicin und Selen, zwei natürliche Verbindungen, die zur Reinigung der Leber beitragen können. Außerdem enthält Knoblauch Vitamin B6, das entzündungshemmend wirkt. Die Aminosäuren entspannen die Blutgefäße. Drittens, Nüsse. Laut einer Studie, die im World Journal of Gastroenterology veröffentlicht wurde, haben Nüsse therapeutisches Potenzial bei der Behandlung der nicht-alkoholischen Fettlebererkrankung. Nüsse sind reich an gesunden Fetten, dem Nährstoff Vitamin E und nützlichen Pflanzenstoffen. Eine Ernährung mit Nüssen wird mit einer Verbesserung der Leberenzymwerte in Verbindung gebracht. Nüsse unterstützen die normale Leberreinigung und enthalten ungesättigte Fette, die gesund sind. Diese können helfen, Fettansammlungen in der Leber zu verhindern und starke Zellmembranen in den Leberzellen zu entwickeln. Viertens, Zitronen und Limetten. Diese sauren Früchte enthalten viel Vitamin C, das dem Körper bei der Verarbeitung von Giftstoffen helfen kann. Es verwandelt diese giftigen Stoffe in Substanzen, die vom Wasser aufgenommen werden können. Eine kürzlich veröffentlichte Studie ergab, dass Zitronenwasser positive Auswirkungen auf alkoholbedingte Leberschäden bei Mäusen hat. Das Trinken eines Glases frisch gepressten Zitronen- oder Limettensaftes am Morgen kann die Leber anregen. Fünftens, Wasser. Gut hydriert zu sein, ist für jede Funktion des menschlichen Körpers wichtig. Aber wenn du über den Tag verteilt ausreichend Wasser trinkst, kann das auch deine Leber gesund halten. Laut zahlreichen Forschungen trägt ausreichendes Wassertrinken zur Gesundheit der Leber bei, indem es das Blut verdünnt, ein gesundes Gewicht beibehält und die Verdauung unterstützt. All diese Faktoren entlasten die Leber, sodass sie ihre Arbeit besser erledigen kann. Wie immer hoffen wir, dass dir dieses Video gefallen hat. Wenn ja, dann lass uns doch einen Daumen nach oben da. Abonnier auch gerne unseren Kanal, damit du keines unserer Videos mehr verpasst. Das war's auch schon für heute. Ansonsten bedanken wir uns fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.